Dann kümmern wir uns mal um diese aufsässigen Söldner. Oder schauen zuerst mal ganz kurz bei den Freischärlern. Nö. Nichts abzugeben, nichts Neues. Dann hallo, ihr unverschämten Söldner. Was glotzt du so? Wir sind die roten Ruderer. Ich glaube, wir dürfen hier ja ein bisschen Blut spritzen lassen. Also bin ich auch mal ein bisschen unwirsch. Ihr seid hier nicht erwünscht. Oh, du bedrohst uns? Wir sind Veteranen vieler Schlachten. Du bist nichts. Tja, ihr seid meine Zeit nicht wert. Nö, 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 wir geben ja nicht klein bei. Einschüchtern, hinter mir liegen Hunderte von Toten. Ich sage mal, ihr hattet eure Chance. Angreifen. Tja, dann ist es Zeit für ein bisschen Training. Ich meine, ein bisschen Action können wir uns ja mal gönnen, nach den eher unspektakulären Ausrüstungsfolgen. Ja, Geistschlag bitte. Sehr schön, alle betäubt. Ein Kältekegel in diese Richtung. Und du darfst auch eingefroren werden. Na, das klappt doch ganz hervorragend. Den stecke ich ins Gefängnis. Leliana beschwört wieder ihren Wolf. Besser spät als nie. Tja, das war's. Damit hätten sich die roten Ruderer erledigt. Und hier drinnen wären wir fertig. Edwina, können wir mit ihr reden? Gute Arbeit, wie ihr das Gesindel verjagt habt. Ja, verjagt ist so eine Sache, ne? So, sehr schön. Dann wäre das mal erledigt. Da war ein Lagerhaus. Ah, die Wunder von Seydas. Da möchte ich in der Tat noch mal reinschauen, ganz kurz. Los. Wirklich nur ganz kurz. Denn hier gab es ja auch ein paar nette Sachen, soweit ich mich daran erinnere. Hier oben war nichts mehr. Ich glaube, da gab es irgendwo einen Kodex oder sowas in der Art. Hallo, Besänftigter. Willkommen bei den Wundern von Thedas. Wir führen Gegenstände aus der Fertigung des Zirkels sowie zahlreiche Antiquitäten. Möchtet ihr euch etwas davon ansehen? Aber natürlich. So, dann linsen wir doch mal hier durch. Rezepte, Rezepte, Geistscherben, das übliche Zeug. Ein Stab. Nee, nicht interessant. Eine Robe. Ja, die sehen aber alle bescheiden aus. Eventuell natürlich was für Morrigan oder Wynn, aber nee, lassen wir mal. Da würde ich am ehesten noch die grauen Wächterroben kaufen als sowas hier. Mabari-Halsband. Ring der Zeitalter. Lauter Resistenzen. Wäre eventuell auch was für Alistair als unseren Tank, aber nö. Nochmal 78 Sovereigns ausgeben, muss ja nicht sein. Großmeisterrunen. Interessant, vor allem diese Lähmungsrune. Wisst ihr was? Ich glaube, die kaufe ich tatsächlich mal.
Diese Lähmungsrunen mag ich doch ganz gerne. Tja, ansonsten hat er leider gar nichts. Okay, ich dachte wirklich, hier gäbe es noch ein bisschen mehr. Könnte natürlich noch die Großmeister-Flammenrune kaufen. Ja, ich nehme sie mal mit, nur damit wir auch ein bisschen was gekauft haben. Können wir ihm eigentlich schon wieder irgendwas andrehen? Ach ja, unsere Belohnung von Ignazio. Die kann er... Okay, er nimmt sie nicht. Nimmt er denn die Leder... Nein. Okay. Er nimmt nur Magierzeug. Verstehe. Dann adieu. Gut, zumindest haben wir die erste Lähmungsrune. Ich glaube, wir haben vorher noch keine gesehen. Verlangsamungsrunen ja, aber Lähmung noch nicht. Ja, das war aber eine hakelige Ladezeit. Gut, dann sagen wir dem Feldwebel mal eben Bescheid. Eventuell hat er ja noch was. Edwina sendet euch ihren Dank, dass ihr euch um die roten Ruderer gekümmert habt. Sie hat ihren Sport bekommen und ist so zufrieden wie ein Schwein im Schlamm. Hier ist eure Bezahlung. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Okay, dann hat er wohl nichts mehr für uns, aber er zahlt ganz gut. Jedenfalls besser als die Gemeinschaft der Magier. So, ich drücke mich schon die ganze Zeit um diesen jungen Mann hier herum. Der hier hat etwas auf sich damit. Der eine Punkt in Stehlen. Ich sagte es des Öfteren, das eröffnet uns eine neue Questreihe. Und er hier ist unser Questgeber, der auch wirklich nur auftaucht, wenn wir diesen Punkt haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon annehmen will. Wisst ihr was, ich glaube, diese Questreihe spare ich mir fürs nächste Mal auf. Wir müssen sie auch nicht am Stück erledigen und sowas, aber wir schauen sie uns beim nächsten Mal an. Ich suche im Moment den Ausgang zur Stadtkarte. Hier war das Elfenviertel. An wen? Ich glaube, wir müssen tatsächlich da raus, wo wir reinkamen. Kommandant Tevish. Sollten wir dem irgendwas geben oder haben wir dem mal was gegeben? Kann sein. Ach ja, da ist ja Lelianas Anliegen. Wisst ihr was, das machen wir zum Schluss. Ich würde gerne in Denerim noch ein paar Nebenquests abklappern. Los geht's. Oh, da ist was Neues aufgetaucht. Ah, die Lösegeldübergabe. Für die Krähen, ja. Die Perle, müssen wir da nochmal hin? Bin mir unsicher. Wir gehen mal kurz zur Perle. Ich habe überlegt, die Nebenstraße hier ist uns scheinbar verwehrt oder was das auch war. Müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Na, das war aber auch eine Ladezeit. Hallo, FPS, spiel doch mal wieder mit. Gut, da steht ein vermummter Kurier. Sagt eurem Hauptmann, dass unser Abkommen nun besiegelt ist. Genau, den sollten wir ja auch schmieren. Und hier gibt's nichts mehr für uns, außer eventuell ein bisschen Matratzensport.
Ja, da liegen immer noch Leichen rum. Isabella hat sich scheinbar inzwischen auch dünne gemacht. Tja, der Ort ist leider wohl nicht mehr interessant. Dann gehen wir... Was wäre das jetzt gewesen? Ach, das Gesindeviertel. Okay, ja, da konnten wir ja noch nie rein. Gehen wir mal in diese Seitengasse. So, dann schauen wir doch mal, ob hier auch noch so ein vermummter Kurier auf uns wartet. Ein merkwürdiger Schuppen. Hm, konnten wir diese Tür schon immer anklicken? Konnten wir scheinbar schon, aber da tut sich nichts. Noch nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Hier hatten wir, glaube ich, mal gegen einen Wiedergänger gekämpft. Ja, ja, lange ist es her. Oh, da geht's ja gar nicht raus. Dann danke fürs Gespräch. Dann eben wieder hier raus und ab in die nächste Seitengasse, würde ich sagen. Das ist das leerstehende Gebäude. Ja, ja, die Blutmagier. Wir ziehen in diese heruntergekommene Seitengasse, auch wenn wir wieder 1000 Umwege laufen. Na, wobei, so umwegig kommt mir der Umweg gerade gar nicht vor. Ja, da hinten sehe ich doch schon einen Questpfeil. Da glitzert immer noch eine Leiche, aber da haben wir uns schon vor Ewigkeiten bedient. Da geht's. Ein dreckiger Schuppen. Ich glaube, da war mal ein Blackstone-Deserteur drin. Hiermit besiegelt ihr den Erfolg eurer Gilde. So. Waren das alle? Ich möchte es fast bezweifeln. Der dreckige Schuppen. Ich bin ja fast versucht reinzuschauen, aber ich verlass mich mal auf mein hölzernes Gedächtnis und sage, da waren wir drin. Gut, eine dunkle Gasse. Und dann kümmern wir uns um diese Lösegeldübergabe. Dann gehen wir zurück ins Marktviertel und erledigen noch... die Sache für Leliana oder schauen mal, ob wir das regeln können überhaupt. Tja, so auf den ersten Blick ist hier auch nichts mehr. Da können wir nicht rein. Ah doch, da hinten, da steht ja schon ein vermummter Kurier. Ob das jetzt der letzte war? Die Fortsetzung unserer Freundschaft ist garantiert. Na, wie schön. Und es wurde nichts aktualisiert. Das heißt, wir haben wohl noch nicht alle gefunden. Hm. Wo könnten wir denn einen übersehen haben? Blackstone Freischärler. Hier, gut geschmiert. Fünf. Fünf vermummte Kuriere. Dann kann uns höchstens noch einer fehlen. Die Frage ist, wo? Schauen wir mal, in der Perle waren wir. Die Nebenstraßen haben wir alle durch. Wir gehen mal zum Ort der Lösegeldübergabe und eventuell habe ich ja im Marktviertel einen übersehen. Vielleicht stand sogar einer in der Taverne rum oder so. Naja. Auf zur Lösegeldübergabe. Eventuell hätte ich wohl Win mitnehmen sollen, aber wird schon irgendwie gehen.
Aha. Da hinten sind die Hausoldaten, das sind die verkleideten Krähen. Ja, dann mischen wir uns doch mal einfach ganz dreist ein. Wo ist der Junge? Ihr bekommt nichts, bevor ich den Jungen sehe. Zeigt mir eine der Taschen. Niemals. Das ist aber keine sehr kluge Haltung, wo das Leben eures geliebten Jungen doch an einem seidenen Faden hängt, oder? Es reicht mir. Tötet sie alle. Marzi! Das ist aber recht schnell eskaliert. Haben die einen Magier dabei? Ich sehe gerade keinen. Dummerweise stehen unsere Verbündeten so blöde, dass ich sie wohl gerade nicht einfrieren kann. Also die Gegner, ohne unsere Leute zu treffen. Ich kann's ja mal... So müsste es gehen. Es ist auch gegangen. Wo ist denn eigentlich der Big Boss hier? Da, der Hauptmann. Der darf direkt ins zermalmende Gefängnis. Und ich sollte mich mal um diese blöden Bogenschützen kümmern. Die nerven ja... Wie verrückt. Ich bin betäubt. Wer hat mich betäubt? Gesundheit ist von allen soweit okay. Ist das da hinten auch? Ja, es ist ein stärkerer Gegner. Na, supi. Starke Bogen- bzw. Armbrustschützen sind natürlich ganz toll für uns. Ich bin schon wieder betäubt. Das kommt von den Armbrustschützen. Irgendjemand schießt auf uns. Einmal Geistschlag, bitte. Wow, unsere Leute fressen wirklich ordentlich Schaden. Ich glaube, der da hinten schießt auf uns, oder? Und ich sollte vielleicht Alistair heilen. Und ich sollte vielleicht mich heilen. Das war unglaublich knapp. Alistair, du bist auch jeden Moment tot. Nimm bitte einen starken Wundumschlag. Ich hoffe, das packt er noch. Ja, sonst wäre das aber auch vorbei gewesen. Diese Bogenschützen sind unser Hauptproblem, schätze ich mal. Kann ich da gerade mal die ganze Bande hier so ein bisschen eineisen? Oh oh, ich glaube, ich sterbe jeden Moment. Nimm mal diesen starken Wundumschlag, falls das noch geht. Oh, das war aber wirklich so knapp. Gesundheit unserer Leute ist soweit in Ordnung. Der Hauptmann ist tot. Leben unsere Verbündeten alle noch, ja? Ich versuche mal, diesen einen Armbrustschützen auszuschalten. Nanu. Ach so, das ist wieder Lelianas Wolf. Gesundheit, Alistair braucht ein bisschen Zucker. Würdest du bitte Alistair heilen? Wow, das war aber mega knapp. Zu knapp für meine Verhältnisse. Nimm mal einen Wundumschlag, Alistair. Und dann hau ich eine Gruppenheilung raus. Wieso frisst Alistair so viel Schaden? Wer ist denn alles auf ihm drauf? Zephran kümmert sich gerade um die da. Alistair hat eigentlich nur mit, ja, dem da zu kämpfen, würde ich sagen. So, der hat sich erledigt. Der da stirbt auch gerade. Dann bleiben nur noch die furchtbar nervigen Bogenschützen. Ein bisschen Mana haben wir noch, dann heilen wir Alistair und dann sollte das eigentlich klappen.
Na also, ein harter Kampf, ein sehr harter Kampf. Quest aktualisiert. Du hast unzählige von Arlhaus besten Männern zurückgeschlagen und Hauptmann Chase ausgeschaltet. Allerdings war alles nur eine List, es gab keine Geiseln. Die wortkargen Krähen haben dir geraten, mit deinem Kontaktmann zu sprechen. Ja, haben sie eigentlich nicht, aber ich nehme das mal so hin, oder? Wir sind hier fertig. Geht zu eurem Kontakt zurück. Rasch! Gut, dann wäre das geklärt. Hatten die eigentlich was Nettes für uns oder eher nicht so? Scheinbar nicht wirklich. Gut. Außer Spesen nichts gewesen. Hat wirklich nur er als einziges überlebt oder sind die anderen Krähen schon verschwunden? Nee, da liegt eine Krähe rum. Okay, aber mindestens einer müsste dann noch leben. Naja. Egal. Oh, hier kommen wir wieder nicht raus. Auch wenn uns diese Karte hier bekannt vorkommt.